Erstmal, weil niemand anders da ist, um es mal ganz einfach zu formulieren. Einfach, weil wenn jemand anders da wäre, hätte er sagen können. Zweitens, weil mein Leben so verrückt ist wie diese Kandidatur und war. Und weil wir natürlich, also ich jemand bin, der Fakten schafft, der für Ordnung sorgt, immer in seinem Leben auch, der vom Toilettenmann zu dem ist, was er heute ist. Der DOSB-Präsident hat heute gesagt, bei der DSG ist es nicht 5 vor, nicht 2 vor, sondern 5 nach 12. Und es wird Zeit, dass der Uhrmacher geholt wird, um die Uhr richtig zu stellen. Ich denke, dass Matthias Große derart, wie er jetzt die letzten 80 bis 90 Tage die Dinge engagiert und im Sinne von Hemdärmel hochkrempeln angepackt hat, sicher auch in den nächsten Monaten und Jahren einen guten Weg gehen wird. Wir müssen über Sport reden, weil die Olympischen Spiele sind gefühlt übermorgen, wenn sie denn stattfinden. Und darum geht es. Und deshalb nehmen wir alle mit, die wollen. Und die Kritiker, die nicht wollen, lassen wir einfach da, wo sie sind. Die wollen weiter kritisieren. Wir werden uns mit denen auseinandersetzen im Rahmen der Möglichkeit des neuen Vorstandes. Wir werden sie aber nochmal, wenn sachliche Kritik kommt, gerne. Ohne sachliche Kritik können Sie weiterreden. Wenn es Themen gibt, die uns beschäftigen oder die in irgendeiner Form an uns herangetragen werden, werden wir im Fall von Matthias Große genauso professionell, genauso strukturiert drangehen und die Dinge klären wie in allen anderen Fällen. Bisher ist uns nichts zu Ohren gekommen, was uns in irgendeiner Form Sorgen macht.